Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen. Ach ja, diese nachladenden Sachen. Willkommen zurück zum Hightime mit Porsche. Draußen sollte es besser sein. Hoffentlich regnet es. Ja, es regnet nicht mehr. Das ist super. Und wir warten natürlich immer noch. Oh, warte mal, da ist Honig drin. Ja, lecker. Okay, dann gucken wir doch mal. Wir haben hier eine Bronzeplatte. Und wir haben hier Bronze. Ja gut, viele Bronzebarren haben wir nicht, weil wir sehr spät schlafen gegangen sind erst. Aber vielleicht haben wir doch bald genug, um unser Töff-Töffchen fertig zu machen. Ich tue mal ganz kurz hier unsere Sachen rein, die wir brauchen. Und gehe da mal schnell nach innen und lege die Sachen weg, die wir eben aus dem Briefkasten geholt haben. Und dann gehen wir auch schon gleich natürlich zum Rathaus und holen uns unseren heutigen Auftrag ab. Was sonst? Kämen wir denn dahin, wenn wir das nicht tun würden, oder? Das ist falsch, das kommt woanders rein. Das müsste hier reinkommen eigentlich. Zack, genauso wie unsere Früchte. Kann ich die nicht... Ach so, das sind unterschiedlich. Das ist ein Aroma-Apfel und normaler Apfel. Okay, und der Honig, der kommt im Normalfall hier mit rein. Warum hinterlasse ich hier Fußspuren? Habe ich das schon immer gemacht? Da sieht man mal, wie wenig ich aufpasse. Manchmal zumindest. Okay, auf zur Händlergilde, dann holen wir das mal. Und ich muss dran denken, 18 Uhr ist unser Date mit Emily. Ich bin sehr gespannt. Sie hat sich da ja so vor unserem Werkstättchen rumgedruckst und wollte unbedingt, dass wir sie fragen. Und dann haben wir das ja mal ausprobiert. Ich hatte keine Ahnung, was das macht, aber gut, jetzt wissen wir es ja. Für die Zukunft ist das... Oh, ich will nicht mit dir reden, Higgins, ehrlich nicht. So, was haben wir denn hier? Schmuckkästchen, 800... Stück warme Kleidung. Ich weiß gar nicht, ob ich die herstellen kann. Schweißstab. Den kann ich, glaube ich, nicht herstellen. Zwei Schals. Kann ich Schals herstellen? Ich will mal kurz gucken. Kann ich Schals herstellen? Das war die falsche Taste. Missionen. Ja, das kriegen wir hin. Hm, Handbuch. Hier. Schals. Das müsste, wenn, dann am... Crafting müsste das sein, oder? Nein, es ist nicht. Das sind textile Sachen. Nein. Rohstoffe ist auch nicht. Wo wäre das denn? Es waren Schals, richtig? Das müssten theoretisch Accessoires sein, aber wo finde ich die denn? Nicht hier. Sind die ganz vorne? Oh. Ah, Ausrüstung, klar. Seidenschal, Pelzschal. Aber ich bräuchte ja, wenn dann zwei normale Schals. Ich nehme einfach mal das mit den Schmuckkästchen an. Ich weiß zwar, dafür brauchen wir Kristall, den wir nicht haben. Aber den können wir finden und Salpeter... Nee. Nicht Salpeter. Was haben wir noch? Sulfat. Was, glaube ich. Das Zeug haben wir auf jeden Fall noch. Schmuckkästchen können wir herstellen. Nur die anderen Sachen teilweise nicht. Dann gehen wir jetzt mal runter und gucken, ob wir unsere anderen Sachen vielleicht bei unserem lieben coolen Kumpel loswerden. Ich habe da so ein Grammophon. Das wäre ganz, ganz toll, wenn du mir... Once I said I wanted... Ja, die Geschichte kenne ich aber schon. So, jetzt beim coolen Kumpel. Ja, ich kann es verkaufen. Perfekt. Bringt nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Aber das macht ja nichts. Er hat halt einfach gerade keinen Bedarf daran. Und wir haben immerhin schon wieder... Oh, warte mal, 30... Ich dachte, wir hätten erst... Oh! Ja, da guck an. Ich glaube, ich kann ausbauen. Ich habe mich da irgendwie vertan. Okay, Schmuckkästchen. Aber zuerst, ich darf auf keinen Fall die Zeit aus den Augen verlieren. Ich will gar nicht wissen, wie bitterlich enttäuscht Emily wäre, wenn wir sie versetzen. Aber bevor ich jetzt hier irgendwas mache, ich möchte unser Grundstück vergrößern. Ja. Tada! Wir haben mehr Platz. Ist das nicht schön? Jetzt müssten wir nur zu diesem Bauding, damit ich... Oh Gott, es wird so schön, wenn ich das alles hier versetze. Es wird so wunderbar, wenn ich das alles versetze, damit wir wieder ordentlich Platz haben. So.
Okay. Dann das hier hoch und das hier runter. Und jetzt müsste ich noch mal ein paar Bronzeplatten herstellen lassen. So, mal gucken, was haben wir denn schon? Den Faserstoff könnte ich schon mal anbringen. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Und ich habe gesehen, wir brauchen zwei Bronzeplatten irgendwo. Das heißt, das können wir auch machen. Die Hartholzdielen können wir auch schon mal platzieren. Jetzt fehlt nur noch zwei Bronzerohre und zwei Bronzeplatten. Und die Bronzerohre, die haben wir doch auch. Tada, dann fehlen nur noch die zwei Platten, die wir hier gerade herstellen. Und dann haben wir es schon geschafft. Dann würde ich jetzt fast gerne, ich weiß nicht, ob das geht, die umzuziehen, wenn wir sie gerade benutzen. Aber dann würde ich jetzt in die Stadt gehen und vielleicht, bevor wir zu Emily gehen und uns mit Emily treffen, noch unseren Hof ein bisschen umgestalten und umdekorieren. Na, da habe ich leider zu wenig Sachen für. Zumindest habe ich zu wenig dabei. So. Wir müssen ganz, ganz... Und da muss ich Kristall suchen. Ich bin Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Guck mal, hier ist QQs Platz, aber... Das sieht jetzt echt komplett anders aus. Das hat sowas von ein Upgrade bekommen. Das ist sehr hübsch. Nein, ich wollte eigentlich nicht einkaufen. Ich wollte interagieren mit Gast. Verbringe deine Zeit mit Sachen, die du wirklich tun musst. Okay. Ist das hier drüben dann? Nein. Wo kann ich das denn machen? Ach, hier vermutlich. Katalog. Genau. Okay, jetzt muss ich Sachen... Hier abschützen. Gut. Sachen neu platzieren. Neu. Ach du je. Kann ich das ein bisschen... Nee, kann ich nicht. Kann ich zum Beispiel unser Haus umsetzen, bewegen? Ja, das Haus kann ich umsetzen, das ist gut. Ich würde gerne unser Häuschen... Nee, wisst ihr was? Das Häuschen würde ich gerne vorne lassen. Das Häuschen würde ich gerne vorne lassen. Ich würde gerne unsere... Ah, ich muss es erst anwählen. Okay. Kann ich nicht... Den Arbeitstisch kann ich verschieben. Den würde ich ganz gerne... Wo würde ich den denn gerne haben? Kann ich einen Tee drehen? Eigentlich würde ich ihn lieber... Würde ich ihn lieben gerne wieder irgendwo vorne haben. Ja, ja, ja. Hier erstmal hin. Kann ich meine Montagestation bitte bewegen? Die würde ich ganz gerne hier hinten in der Ecke haben. Weil die so unglaublich groß ist. Und wir sie doch eher vergleichsweise selten brauchen. Das Haus würde ich, wie gesagt, gerne da vorne lassen. Das Tor und den Zaun kann ich verschieben. Ah. Okay. Das würde ich aber erstmal alles so lassen, wie es ist. Das Haus, ich weiß nicht. Stall, Hühnerstall, Arbeitstisch. Ja, den Arbeitstisch muss ich jetzt nochmal umsetzen. Den hätte ich ganz gerne. Ach, das ist seltsam. Es steuert sich ein bisschen seltsam. Den Arbeitstisch würde ich ganz gerne. Ah. Ich setze den mal hier hin. Ich werde die Beete und hier, die werde ich wegtun. Oder nee, wisst ihr was? Wir machen den einfach mal so hier ein bisschen in die Mitte rein und ordnen am Schluss die Sachen drumherum. Kann ich denn irgendwas verbessern? Den Arbeitstisch könnte ich verbessern für sehr viel Geld, Hartholzdielen und dann kann ich mehr herstellen natürlich. Großes Rohr. Ja gut, die Frage ist, ob ich das alles schon brauche. Ich glaube, das lohnt sich noch nicht, dass ich den Arbeitstisch verbessere schon. Wir haben den schon einmal verbessert, das reicht erstmal. Könnte ich mein Haus denn verbessern? Ja, das könnte ich auch verbessern. Oh, das wäre natürlich... Oh ja, das müssen wir machen. Ich brauche... Oh, das brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall unser Haus verbessern. Die Montagestation definitiv. Kann ich den Zaun Aussehen ändern? Okay. Das ist ja süß. Marmorzaun am Schnitt. Kann ich mein Haus auch verändern? Kann ich das aussehen? Nee, kann ich nicht. Vielleicht, wenn ich es verbessere, dass es dann anders aussieht. Von unserem Tür...
Für den Moment... Ach, das sieht so zusammengezimmert aus. Ich weiß nicht. Sollen wir vielleicht einfach so ein Steintor drumherum machen? Wäre das ganz... Ich lasse es mal, bis ich alles angeordnet habe. Okay. Jetzt können wir ein bisschen... Jetzt können wir ein bisschen Ordnung auf unserem Hof schaffen. Das ist, glaube ich, ganz nötig. Die Sachen stehen da teilweise so wild verteilt. Oh, und ich kann die großen Pflanzkästen endlich ansetzen. Also, von Redikten wirklich kontrollieren. Ich kann unsere großen Pflanzkästen endlich aufstellen. Ich würde da hinten gerne so eine Gartenecke haben. Okay, lass mal sehen. Ich würde das Ding hier nehmen. Und ich würde den hier gerne... kann ich den ins Inventar A? Mit R. F und R. Und F und R. Und F und R. Sehr schön. Und aus der Kiste kann ich jetzt die großen Pflanzkästen rausholen. Und dann würde ich jetzt gerne die großen Pflanzkästen... Sind das die großen jetzt? Ja, das sind die großen. Würde ich gerne hier in der Ecke ansetzen. Einmal. Und hier vielleicht den zweiten. Und jetzt die kleinen, die Fünfer. Ich würde hier gerne dazwischen noch durchlaufen können, wenn ich ehrlich bin. So, eins, zwei. Na, Moment. Zwei. Aber das ist ein bisschen schwer zu sehen manchmal. Drei. Vier und... Ah, das war's schon. Sehr gut. So, dann haben wir jetzt hier so unseren kleinen Gartenbereich. Das ist gut. Unseren Denker, den würde ich gerne hier vorne jetzt hinsetzen. Allerdings wieder so, dass er nach draußen guckt. So. Und dann können wir hier nach und nach die Sachen ein bisschen hübscher anordnen. Aber vermutlich erst, wenn sie fertig sind mit Produzieren. Ich brauche ganz viele Bronzebarren und ganz, ganz, ganz furchtbar viel. Ne, 20 und 20 waren das, oder? Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Hartholz hier. Und jetzt wollte ich mich um Schmuckkästchen kümmern. Mal kurz hier. Schmuckkästchen, das macht man hier. Ich habe vermutlich nichts mehr, um Schmuckkästchen zu... Okay, ich brauche noch... Oh nein! Ich habe kein Pigment. Mist. Ich habe kein Pigment. Aber warte mal, gelbe Fliege? Wir haben nie gelbe Fliegen dafür gebraucht und auch kein Pigment. Die haben die Rezepte geändert. Die haben teilweise die Rezepte geändert. Ich habe doch schon mal Schmuckkästchen gemacht, oder? Oh, so. Das ärgert mich jetzt so unglaublich. Ich muss mal gucken, ob wir Schmuckkästchen kaufen können. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen, ich weiß. Aber ich sehe es nicht ein, dass ich jetzt diesen Auftrag versemmle, nur weil sie das Rezept geändert haben. Hey, Pinky. Du tolle kleine Katze, du. Du bist super. Mist, Mist, Mist. Ich kann das ohne Pigment gar nicht herstellen. Und Pigment kann ich, glaube ich, nirgendwo kaufen. Das heißt, ich bin dazu verdammt, diesen Auftrag zu failen, außer ich kann Schmuckkästchen kaufen. Holly, hast du Schmuckkästchen im Angebot? Bitte, bitte. Oh Gott, nein. Nein, er hat keine Schmuckkästchen. Du hast Metallkisten. Ich brauche ein Schmuckkästchen. Holly. Ich brauche ein Schmuckkästchen. Kann ich das vielleicht hier kaufen? Mann, nur das ärgert mich jetzt so sehr. Kann ich Schmuckkästchen vielleicht irgendwie verdienen über... Es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Wir haben dafür sonst Kristall und Sulfat, glaube ich, gebraucht. Und deswegen habe ich es angenommen, weil ich dachte, ja, kein Problem, das haben wir ja. Beziehungsweise können wir sammeln. Okay, merke, ich muss die komplette... Ich muss die ganzen Sachen, mir die Rezepte nochmal anschauen. Kann man die hier kaufen, bitte? Schmuckkästchen? Nein, natürlich nicht. Also, ich könnte heulen. Wir werden vermutlich Ansehen verlieren. Wir werden nicht einfach nur nichts bekommen, wir werden vermutlich welches verlieren. Und das ärgert mich gerade sehr. Ich meine, ich weiß, das Ganze ist im Early Access und deswegen es ist normal, dass Sachen verändert werden, aber
Ich wünschte mir dann einfach, dass irgendwo groß und sehr, sehr breit steht. 2 Stunden bis zum Spielen. Dass irgendwo sehr groß und sehr, sehr breit steht. Achtung, wir haben die Rezepte geändert. Eventuell kannst du Dinge jetzt nicht mehr herstellen. Und wenn das nicht gemacht wird, dann ärgere ich mich. Und ich glaube, dann darf ich mich ein bisschen ärgern. So, ich brauche die... Den Stoff habe ich. Die haben wir auch noch. Und Bronzeplatten haben wir auch noch 2. Sehr gut. Ist da drauf jetzt noch, was ich her... Ja, das ist mit umgezogen worden. Sehr schön. So. TÜV-TÜV-Haltestelle ist fertig. Wenigstens das hat funktioniert. Kann ich denn den Handelsauftrag ablehnen? Ich kann ihn direkt aufgeben. Das Aufgeben eines Auftrags ist dann, hat negative Konsequenzen. Oh, es ist so ärgerlich. Was brauche ich dafür nochmal alles? Ich kann versuchen, ob ich die... ob ich die Sachen vielleicht doch noch irgendwie zusammenbekomme. Aber Pigment kann ich nicht kaufen, oder? Ich komme einfach nicht an Pigment ran. Ich könnte gucken... Oder gelbe Fliege. Ja, wo kriege ich denn die her? Ich könnte gucken, ob ich... Ich werde jetzt einfach mal den Kristall sammeln. Nein, werde ich nicht. Ich muss mit Emily mich treffen. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ich kann gleich ein bisschen gucken. Ich tue mal die Sachen hier rein. Warte mal, das nehme ich mit. Die könnte ich nachher vielleicht... Ganz vielleicht gleich... So, ich stelle mehr feines Fell her. 2 Stunden. Ja gut, das geht. Ich könnte nachher eventuell die... Ich gehe schon mal rein. Warte mal, Peach Plaza. Oh je, 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 je. Peach Plaza, Peach Plaza. Wir müssen dahin, wir müssen uns treffen. Ich habe gerade überlegt, ich könnte nachher im Wiki gucken, woher ich die gelbe Fliege zum Beispiel finde und... Hast du zu irgendetwas bestimmtem Lust? Ich komme einfach mit. Komm. Lass uns doch einfach... Oh je. Lass uns doch hier reingehen. Das ist... Und wie wär's, wir gehen hier hinten Spiele spielen? Was hältst du davon, wenn wir ein bisschen... Heard you are balloons, sharpshooter, wanna show us? Ja, klar, wir schießen auf die Balloons. Ich bin eigentlich nicht so gut darin, glaube ich. Mist. Mist. Ja, ja, ich bin ein Balloon-Sharpshooter, genau. Okay. Ah, du bist nicht so gut, wie sie gesagt haben. Ja, yeah. Aber ich kann dir was anderes zeigen. Hier, da bin ich richtig gut. Beim Schießen mit den Darts. Ja, klar. Mit den Darts, da kann ich, da bin ich tatsächlich, war ich zumindest mal nicht schlecht. So. Ah, das war jetzt nicht so gut. So. Tada! Was sagst du jetzt? Wow, du bist wirklich gut. Dankeschön. Okay, es verschiebt sich in Richtung gut. Das ist schon mal super. Dann machen wir das... Kann ich das nochmal machen? Kann ich das nochmal machen? Komm. Das hier mal probieren. Je. Was? Ja. Das ist eigentlich nur Glück. Wie habe ich hier nochmal angehalten? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Ich meine, schlimmstenfalls läuft es schlecht und wir kriegen, Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ah, es wird schon mal nichts Gutes werden. Wir werden schon mal nichts gewinnen. Aber vielleicht hat Emily ja Mitleid mit uns. Oh, wir haben nichts gewonnen. Du gibst auf? Okay.
Könnte ich denn vielleicht nochmal... Ja, ja, gerne, bitte. Ich möchte nochmal demonstrieren, dass ich echt gut mit den Darts werfen kann. Vielleicht kriegen wir ja sogar so ein komplettes 30er-Ding hin. Das wäre ja doch mal echt beeindruckend, oder, Em? Oh, schade. Okay, wir kriegen trotzdem hier ein paar Ritterzeichen. Wir sind ziemlich gut. Und es verschiebt sich hoffentlich weiter in die Richtung. Gut, ich versuche das hier nochmal. Nein. Ja, bitte. Ich müsste eigentlich nur versuchen, Mist. Okay. Die Trefferquote ist jetzt nicht unbedingt hoch bei mir. Okay, 60% bis jetzt zufrieden, ne? Versuch's ein bisschen mehr, um einen Highscore zu erzielen. Das ist also ein... Ja, das ist ein Date, oder? Wie wär's, wenn ich dir... Ich könnte versuchen, sie zu beschenken. Ich weiß, was sie mag. Ich weiß, dass sie Obstkuchen oder Obstteller und sowas mag. Ich nehme sie jetzt einfach mal mit auf in unser Zuhause. Und da beschenken wir sie ein bisschen. Wir sehen es mal als Probelauf mit einer lieben, netten Freundin. Denn irgendwann wollen wir ja mit Arlo anwandeln. Und wir haben aber nicht mehr so viel Zeit. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich mich aber echt beeilen. Kommt sie da auch mit rein, die gute M? Habe ich denn noch Obstsalat vielleicht? Nein. Aber Kürbiskuchen habe ich noch. Ich hoffe, Emily ist jetzt nicht abgehauen, nur weil wir da reingegangen sind. Liebste Emily, bist du noch da? Ja, du bist noch da. Emily, wo bist du? Emily? Okay, da ist sie. Moment, Moment, hier. So, ich würde sie gerne beschenken, und zwar mit einer Kürbistorte. Das riecht zu gut, um gegessen zu werden. Sehr schön. Hat das was gebracht? Eigentlich nicht so sehr, ne? Wir hätten noch irgendwas machen können, aber ja gut. Wir warten einfach mal, was passiert, wenn das Date vorbei ist. Das ist es jetzt. Ich beende das mal, ne? Spielzeit beenden. Schade, dass du schon gehst. Es war so nett. Danke dafür. Wir haben 6 Beziehungen gewonnen. Sehr schön. Danke ebenfalls. Kann ich nochmal mit dir reden? Annie is having trouble remembering things. I wonder what I can do to help her. Irgendwann machen wir ihr einen schönen Notizzettel. Okay, mich ärgert die Sache mit unserem Schmuckkästchen sehr. Unglaublich sehr. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, es ist so gar... Es hat negative Konsequenzen. Wir haben noch 9 Tage Zeit, um die ganzen Sachen zu finden. Und ich kann die nicht kaufen. Ich weiß auch nicht, wo man die Sachen droppt. Ich werde gleich einfach... Wir werden gleich einfach den Tag beenden. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht... Ja... Dann werde ich einfach mal im Wiki gucken, wo ich die Sachen eventuell... Ob ich vielleicht nicht doch irgendwo Pigmente kaufen kann. Ob man das wirklich nur aus den... Aus diesen Pflanzen bekommt. Wenn ja, dann kann ich den Auftrag tatsächlich abgeben, also aufgeben. Dann werden wir Reputation einbüßen, was mich sehr ärgert, denn die haben wir uns ja hart erarbeitet. Aber ich habe tatsächlich nicht dran gedacht, dass ich eventuell Rezepte ändern könnte. Ich kritisiere das hiermit aufs Heftigste. Ich finde das nicht in Ordnung, mich so zu sabotieren, nur weil ich auf dem Weg bin, die beste Handwerkerin dieses Porsches zu werden. Das war ein Double Kill. Die Frage ist, wer könnte denn... Oh, warte mal, die da hinten könnten eventuell doch... Ich will mal gucken, ob vielleicht unsere... Marienkäferchen, ob die vielleicht gelbe Schleifen droppen? Ich meine, Theo... Ja, die haben aber keine gelben Fliegen. Die haben Schals. Käfereier und... Oh, es ist... Pandamäuse sind es auch nicht. Die Häschen vielleicht? Oder irgendwas ganz anderes?
Problem ist natürlich, wenn es irgendein Gebiet ist, wo wir noch nicht gewesen sind und wo wir auch nicht hinkommen, dann hat es auch keinen Sinn. Es ist schon teilweise ein bisschen... Ja, ich gucke einfach gleich, wo man das bekommt. Ob man es bekommt. Und wenn nicht, dann muss ich auf jeden Fall dran denken, dass ich alles mir... Blauer Schal. Ja, das ist sehr schön. Aber ich brauche eine... Okay, es macht Sinn. Die haben ja auch einen blauen Schal an. Haben wir irgendwelche Tierchen, die eine gelbe Fliege eventuell tragen? Sind das die Häschen? Haben die... Warte mal kurz. Ich mal ganz kurz gucken, ob hier vielleicht die Schneckma oder die... Was ist das denn? Das ist was Besonderes. Muss es töten. Moment, den will ich haben. Den will ich haben. Den will ich haben. Was bist du? Balloon Urchin. Das besiegen wir jetzt einfach mal. Oh, es ist... Okay, Moment. Die Balloon Urchin, das ist... Okay, jetzt geht's. Hat er sich gerade geheilt, weil wir aufgehört haben, darauf einzuschlagen? Das ist süß mit dem Ballon, aber... Es war jetzt nicht sehr nett, dass es ins Wasser geflüchtet ist. Aber hier kriegen wir es. Aber die Seeigelchen... Ja, flexible Fasern. Okay. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Die haben auch keine Fliegen. Die haben alles, aber keine Fliegen, die Seeigel. Und eigentlich gäbe es dann noch Schneckma, aber die Schneckma haben auch keine Fliegen. Ah, ich bin ein bisschen verzweifelt. Nee, die Schneckma haben definitiv keine Fliegen an sich dran. Da sehe ich Kristalle. Die brauche ich nach wie vor. Ja, Hummerfleisch und Muscheln. Ja, haha, nein, das ist es nicht. Das brauchen wir jetzt tatsächlich gerade nicht. Hummerfleisch, Muschel, Schleim und Fleisch. Schwierig, schwierig. Na gut. Ich gehe mal wieder in Richtung zu unserem Zuhause, dass ich noch unser Inventar vielleicht leeren kann. Und dann gucke ich, ob wir das nicht vielleicht doch noch irgendwie hinbekommen, das herzustellen. Ich hoffe, dass das Wiki ist schon aktualisiert. Das ärgert mich so sehr. Ich würde eigentlich sagen, ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das ärgert. Aber ich glaube, ihr glaubt es mir schon, weil ich mich die ganze Zeit darüber beschwere. Und dich will ich da nicht haben. Du sollst nicht auf meinem Grundstück wuchern. Ja, es wird spät. Okay. Also, ich packe jetzt unsere Sachen hier nochmal weg und dann würde ich sagen, Benzin aufgebraucht. Das ist aber nicht schön. Immer schön rein da mit dem Benzin. Dann werde ich gleich einfach noch... Moment mal, hier können wir jetzt die... Zinnlegierung können wir herstellen. 25 vielleicht nicht unbedingt. Ich stelle erstmal 10 her. So. Und dann räume ich noch unser Lager aus, bevor wir schlafen gehen. Ihr macht euch bitte schon mal einen flauschigen Tag. Ärgert euch eine Runde für mich, dass wir die Schmuckkiste nicht herstellen können. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal dann bei My Time at Porsche. Ich muss jetzt ganz dringend hier anfangen, die Sachen auszuräumen. Bis dahin. Bye, bye.